Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Mein Name ist Allison Burger und ich freue mich riesig, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. So, wir sind hier. Dort und dort geht's weiter. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal dorthin, um Sitara dort zu treffen. Hier nehme ich noch ein bisschen Geld ab. Und dann fahren wir mal los wie die Wilden. So, lasst mich gucken, was wir hier machen können. Oh, Bahn. Kann man die auch hacken? Nee, kann ich nicht. Darf Scott. Nicht so wirklich kann ich das machen. Nur so ein bisschen. Gut. Wahlkampfveranstaltung hier vor dem Rathaus. Ah, wir müssen direkt hier hin. Sitara muss hier auf dieser Bank kommen. Was hat sie für uns Schönes? Und die großen Datenunternehmen sind darauf spezialisiert, ihnen ihre Daten wegzunehmen. Ihre Daten! Weißt du, Theresa Moretti hat gute Chancen. Wenn Invite durchkommt, ist keine Wahl mehr sicher. Bellwether hat die Macht, jeden Wähler im ganzen verdammten Land zu beeinflussen. Und Ross ist der Typ, der ihn den Rücken frei hält. Deswegen ist er so wichtig. Tja, seit wir Invites Code manipuliert haben, sinken die Werte für den Abgeordneten Thrust und Invite dreht am Rad. Yo, Em, du musst dir anhören, was wir aufgenommen haben. Das ist Thrust, wie er mit Mary Catskill spricht. Invites CEO. Können Sie denn nichts tun? Alles läuft schief! Treffen wir uns persönlich. Ich habe etwas, das dieses Problem löst. Oh, Gott sei Dank. Da treffen wir uns im Penthouse. Sichern Sie das Ding. Wir sehen uns dort. Vielen Dank, Mary. Wir werden das vertraulich behandeln. Ich nehme das auf und wir verwenden es gegen Sie. Ich helfe dir. Ihre Kutsche steht bereit, Sir. Oh, vielen Dank, Sir. Das ist aber hoffentlich nicht meine Kutsche. Das hier wird wahrscheinlich eher meine Kutsche sein. Ich fürchte, wir haben da irre Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe nachgeforscht. Überall sind Sicherheitskameras. Damit finden wir raus, wie es aussieht. Sicherheitskameras, um die Sicherheit zu knacken. Auf jeden Fall. Viel mehr als zu wählen bleibt. Was Sorry, Wrench. Die Wahlmuster der Leute aufzeichnet. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Dieses Invite-Ding macht mich verrückt. Ich meine, Firmen manipulieren die Leute doch ständig. Aber die sind so verdammt hinterhältig. Die kontrollieren den Datenfluss. Die wissen alles über jeden und wie sie ihren Vorteil daraus ziehen können. Ja, das ist in der heutigen Welt sehr gefährlich. Da muss man wirklich viel Vertrauen in die Unternehmen setzen. Facebook, Google und wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, wir kommen da von der anderen Seite dran. So, geht mal aus dem Weg hier. Was? Ja, mach mal halblang. Hey, Marcus, mach langsam an. Mir fehlt die Steuerung der Sicherheitskameras. Ist auf diesem. Das CTOS. Das schaue ich mir mal an. Ich erkunde mal die Gegend. Vielleicht kriege ich direkte Sicht ins Penthouse. Log dich auf dem Laptop ein. Du wirst sehen wollen, was da läuft. Ja, ich weiß, die Bullen kommen jetzt gerade, aber das wird dich nicht so sehr interessieren, was wir hier gerade machen. Ich meine, wir brechen gerade immerhin das Gebäude ein. Das ist wieder ein Kran. Wir dringen erstmal hier in die Kameras ein. Mr. Nemec. Oh, ich bin überrascht. Überrascht? Klar überrascht. Du hast dir in die Hose gemacht. Das ist nicht fair. Also Sie und Miss Catskill haben mir versprochen... Ich habe nie etwas versprochen, Mark. Versprechen sind was für Fünfjährige, Mark. Das ist Erpressung. Ich weiß. Ich wünschte, mir wäre was Besseres eingefallen. Aber das Klischee zieht immer.
Dieser Staat verzeiht sexuelle Eskapaden sehr viel eher als Drogenmissbrauch, Mark. Ich bin ein US-Kongressabgeordneter. Um die Sache abzukürzen, Marky Boy, deine Zahlen sind im Keller. Und das können wir uns nicht leisten. Jetzt ist Zeit für Plan B. Du erinnerst dich doch noch an Plan B. Und hier sind die Pläne dazu. Falls es Sie interessiert. Aber Ihr Programm sollte mich doch wieder wählen. Nein, Wunder sind was für Loser, Mark. Willst du dir das nicht selbst verdienen? Wenn irgendwas schief läuft, denk dran. Halt einfach den Mund. Anders als auf diesen Fotos. Hey, Mann, tut mir echt leid mit den Bildern. Ich werde mich bessern. Seht ihr das? Dushan steckt da mit drin. Oh Mann, da drüben geht gerade eine Menge ab. Marcus, das Gebäude wurde gerade ausgeklinkt. Wir kommen nicht rein und sehen nichts. Ich muss darüber. Es muss Beweise für das geben, was da vor sich geht. Ich bin auf dem Nachbargebäude. Von hier oben kommst du in sein Penthouse. Hier gibt's jede Menge Kräne. Bin unterwegs. Hier gibt's wirklich eine Menge Kräne. So ein Zufall, dass es hier so eine Menge Kräne gibt, findet ihr nicht auch? So, dann gucken wir mal. Was hat Renchy Boy denn? Wie ist der da hingekommen? Die ganze Stadt? Echt viele Leute da draußen, Mann. Echt viele Leute. Ja, die verarscht werden. Und es nicht mal merken. Total taub. Richtige Scheiße. Das wird ein echt harter Kampf werden, die wieder zu Menschen zu machen. Fuck ja, Mann. Okay, Mann. Du suchst die Beweise, ich lade die Fluchtstrategie rein. Fluchtstrategie? Habe ich was verpasst? Ach du Scheiße. Hey, ist das der Abgeordnete? Nein, ich glaube, das ist ein Helikopter. Fick dich. Ja, Ranch. Fick dich. So, wir benutzen den Kran. Mal wieder. Aber ernsthaft, die haben... Fucking Hubschrauber hier. Bewachen die den oder was ist dem sein Job? Ich hoffe, das reicht von der Länge. Oh, gerade so. Ja, aber das blöde Ding höre ich ja immer noch hier. Rumflattern. Oder? Habe ich mich gerade vertan? Das war auf jeden Fall ein Hubschrauber. Guck mal, hier ist ja schon quasi eingezeichnet, wo ich lang muss. Das Ding ist gesperrt. Wieso ist es gesperrt? Sicherungsterminal finden. Das ist da oben. Nicht leichter als das. Dann gehen wir einfach über die Toiletten. Warum sind hier überall so Markierungen auf dem Boden? Das verstehe ich noch nicht. CTOS ist natürlich hier schon da und zappt die Daten an. Die miesen Lümmel. So. Runter mit uns hier. Und jetzt müssten wir das Ding eigentlich benutzen können. Jetzt kommen wir da auch ohne Probleme hoch. Wir genießen nochmal kurz die Aussicht. Hey, hey, wir sind echt hoch hier.
Jetzt kann uns ja der Aufzug automatisch mal nach oben fahren. Gut, wo sind wir jetzt hier? Wir müssen auf jeden Fall noch weiter hoch. Der Kran ist auch noch deaktiviert. Ah, der ist da. Das ist ja besonders leicht hier bei dem Typen. Ach ja. Eins nach dem anderen hacken. Wenn wir sonst nichts Besseres zu tun aktuell. Gut, und jetzt? Aber das ist ja steuern. Wir könnten auf seiner Hubschrauberplattform landen. Nee. So war das jetzt nicht gedacht. So. Was ist jetzt eigentlich so genau der Plan, den wir hier verfolgen? Haben wir überhaupt einen Plan? Die vernichten die Beweise. Verschaff uns Zugang, bevor die alles löschen. Ich bringe euch ins System rein. Dann startet ihr mit dem Botnet einen Brute Force-Angriff und ladet alles runter, was ihr könnt. Aber sobald der Download startet, wissen die, dass du drin bist. Ansonsten wäre es ja keine Party. Und ich habe eine Überraschung für sie. Okay. Sein soll. Ah, cool. Da muss halt nur einer händischen. So. Ja, jetzt sind die alle hier. Schießklo. Wo stehen wir beim Löschen der Akten? Okay. Was ist das hier? E-Mail. Ja, das macht ja gar nichts. Ich denke, ich fahre mich mit dem Kran da hoch und dann benutzen wir da gleich die Drohne um. Ganz gemütlich. Ah, wir brauchen den Schlüssel noch. Das ist ja noch so ein mittelgroßes Problem. Dass wir uns vielleicht noch kümmern müssen. Ah, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ki. Hat er eine Person? Ja, den hat eine Person. Das können wir also hacken. Das ist ja schön. Muss ich da gar nicht rein für. Sehr pragmatisch. Yo, Sitara, ich werde jetzt reingehen. Spiel was Schönes für mich. So. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hab alles bekommen, was ich wollte. Jetzt kann ich mich mit Markus ein bisschen näher... Plattform hier ablassen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier mit Little Willy kommen. Okay, da sind wir schon mal. Lass mal erstmal gucken hier. Lucky, Lucky machen. Oh, jetzt habe ich jemanden angerufen. Das wollte ich nicht. Ah, das macht nichts. Das macht nichts. Hier sind ja unnormal viele Leute. Es
kriegt niemand mit, dass wir hier sind. Ich will ihre Hände sehen. Ach, die verhaften gerade. Und drin, macht euer Ding. Ja, nichts leichter als das, Freunde. Beweise werden heruntergeladen. Oh. Da ist ein Eindringling. Oh oh. Basis an Leitstelle. Achtung. Mögliche Ziele in ihrer Nähe. Dein Fluchtplan ist fertig. Nordöstliche Ecke. Du wirst begeistert sein. Hier aus dem Penthouse. Na gut, ne? Gucken wir mal, wie weit wir hier runterkommen. Okay. Also scheinbar nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Funktioniert das? Ich glaube, das Spiel hat das so nicht vorgesehen. Ja, ich bin tot. Was ist das denn? Oh, ich habe mich selbst zerquetscht. Das Spiel hat das definitiv nicht so vorgesehen. Oh nein, Alter, wir müssen den Scheiß jetzt nochmal machen. Oh Mann, ey, das ist doch voll langweilig. Na gut. Och Mann. Das gibt es nicht. So. Jetzt aber. Eine Kleinigkeit muss ich gerade nochmal anpassen. Aber was? Wir sind hier bei 100%? Das finde ich ja doof. Dann kann ich ja hier noch einen Ticken lauter drehen. So, dann holen wir uns dieses Kackteil erneut. So, jetzt aber. Rauf damit ihr. Und jetzt nichts wie nach oben damit. Wir brauchen wieder den Schlüssel, der hier rumfährt, oder? Ah, jo, sehr wahrscheinlich. Jo, Sitara, ich werde jetzt reingehen. Spiel was Schönes für mich. Naja, dann hacken wir jetzt mal kurz wieder den Schlüssel, der da vorne ist. Dann nehmen wir die Drohne, fahren da wieder rein. Holen den Kack. Hoffen wir es mal. Oh, komm, ich muss ja doch bald in Reichweite sein. So, Schlüssel geklappt. Dann können wir ja wieder zurück auf das Helikopterplattformchen. Und dann nichts wie mit unserem kleinen Jumper dahin. Sind wir verdächtigt, oder was? Nee, das wäre eine ganz falsche Richtung. Irgendjemand... Oh. Wir haben einen anonymen Tipp zu einer möglichen Verdächtigung.
Irgendjemand muss verhaftet werden. Oh. Oh, fuck, die Bullen. Die Bullen. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist, na, die nehmen sie schon mit. Ja, ja, mein Jumper wird entdeckt. Bla, bla, bla. Knifte liegt da jetzt. Einfach unglaublich. Ich brauche hier die Kamera. Verschaff uns Zugang, bevor die alles löschen. Ich bringe euch ins System rein. Dann startet ihr mit dem Botnet einen Brute Force-Angriff und ladet alles runter, was ihr könnt. Ansonsten wäre es ja keine Party. Und ich habe eine Überraschung für Sie. So, wir beweisen nochmal ein paar Beweise. Mutmaßlicher Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet, Jungs. Passt auf euch auf. Was zur Hölle? Was ist das? Hoppala, hoppala, Entschuldigung. Hoppala, Verzeihung, lassen Sie mich mal kurz durch, heiß und fettig. Ich muss hier mal ganz kurz meinen Server aktivieren. Und drin, macht euer Ding. Lalilalila. So, jetzt drehe ich mich einfach ein bisschen weg. Wir sollten die mich eigentlich schon nicht mehr entdecken können. Ich kann ganz entspannt die Beweise runterladen. Ohne, dass die Stress machen. So zumindest der Plan. Aber das werden wir gleich sehen. Ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dein Fluchtplan ist fertig. Nordöstliche Ecke. Sehr gut, Ranch. Ich bin wirklich stolz auf dich. Gibt es überhaupt einen Fluchtplan? Nee, ne? Ich muss einfach nur raus hier. So, komm. Fahr mich einfach nach hier unten jetzt. Da habe ich heute tatsächlich die Schnauze voll hier. So, danke. Von hier aus komme ich zurecht. Glaube ich. Alter, das Gebiet ist ja riesig hier. So, auf den Kran drauf. X. So, und jetzt einfach mich nach unten lassen. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Hui. So, dann müssen wir halt wieder auf das Dach hier abgelassen werden. Runtergestormt. Bam, Junge. Was war das denn? So, wir haben auf jeden Fall das Gebiet verlassen. Mehr wollen wir ja gar nicht. 502 Dollar nur. Du bist eine arme Sau. Gut, DedSec-App. Autoabruf, Hochleistung. Turbo. Armageddon. Und gib mir. Wir müssen hier weg.
Und zwar ganz, ganz schnell. So, dann gucken wir mal, was Citara jetzt für uns hat nach der Quest. Jo, da müssen wir... Wir müssen halt echt richtig weit weg. Also in den letzten Missionen waren Baukräne sehr angesagt, muss ich feststellen. Alter, geht's noch? Ich habe extra eine verdammte Seilrutsche aufgebaut, um dich da rauszuholen. Oh, ja? Na danke. Da will man nur helfen und was ist der Dank? Echt, Mann. Wir haben eine Seilrutsche verpasst? Das gibt's ja gar nicht. Marcus, wir haben ihren Plan B. Die wollen an die Wahlmaschinen. Wahlmaschinen? Sind die nicht ziemlich geschützt? Die schützen die Daten erst nach der Wahl. Mit den Invite-Daten ignorieren die das Ergebnis, bevor ein Wähler den Hebel zieht. Josh hat rausgefunden, wo die Maschinen stehen. Erwarte vor Fort Point auf dich. Fort Point? Bin unterwegs. Oh, und Marcus? Bring vielleicht etwas Sprengstoff mit. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Sprengstoff. Ach so. Was? Das sei, dass es der Knopf ist, den ich hier da gerade bewegt habe. Nee. Ist es nicht. Verdammt ich nochmal. So, wo geht's hin? Wir sind... Da müssen wir hin. Ja, ich würde sagen, wir machen mal als nächstes das hier, weil das liegt jetzt auf dem Weg. So, gucken wir mal, was diese Schiffsoperation dann noch so zu bieten hat. So bin ich ja mal noch gespannt. Gut, ja, bis wir da sind, Mein Marcus ist ja... Also, was mir gerade so im Kopf vorgeht, was versuchen wir gerade zu erreichen? Blumen zu schaden? Oder wem wollen wir hier schaden? Was machen wir denn bei ihm hier? Hey, kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch, ich bin beschäftigt. Und außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Showboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Citara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Citara, dass wir damit quitt sind. Ja, ja. Danke. Die gute alte Citara. Jungs, guckt euch das an. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Der Kiste sind wir doch locker wieder rechtzeitig da. Das will ich auch haben. Das war ja schick gerade. Das hat mich ein bisschen spritzig gemacht. Naja. Da muss ein Mensch da sein. Okay. Nehmen wir hin. Hier kriegen wir nicht hin.
Okay, den haben wir einfach mal ausgeschaltet. Häufig habe ich sowas jetzt noch nicht gemacht, aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Boah, Digga, der Hund ist ja... Das ist schlecht mit dem Hund. So, den hätte ich auch platt gemacht. Ist zwar jetzt gesperrt, aber hey, was soll's. Ah, sieh mal einen an. Was bringt mir das, wenn ich hier hochkomme? Komme ich damit irgendwo hin? Nee, irgendwie ja nicht, ne? Ruft der gerade Verstärkung? Was macht der da? Der Flitzerboy. Der hat mich da fast entdeckt. Kann ich den Hund tasern? Ich glaube, der Hund ist ganz schön assi. Ja, ich mich halt nicht mehr. Ich glaube, die rufen da gerade Verstärkung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin mir unsicher. Okay. Da sind ja noch Arschviele. Okay, das war eine richtig dumme Idee. Oh Mann, ey. Ich muss da... An der Stelle kann ich mit anderen Gangs arbeiten. Ich muss eine Gangschießerei anzetteln. So, das machen wir jetzt mit einem nach dem anderen hier. Bis sie alle weg sind. So, der Hund darf gerne schlafen. So. So, komm, du kannst nichts. Kann hier genauso gut mitmischen. So. Sich hier fangen wir noch Platz. Scheiße, den kriege ich so nicht. Was mit dir hier? Hier kann ich wieder sowas an den, an den Hals jagen. Du brauchst es nicht mehr, du hast nichts mehr. Die kann ich nehmen, die kann ich nehmen. Die kann ich nehmen. Das nehme ich gerne. So, komm, 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 komm. Komm. Wollen hier nicht irgendwo...
andere Gangmitglieder kommen? Hey, jetzt bist du da oben. Was für ein Scheißdreck. Es wurde Verstärkung gerufen. So eine Kacke aber auch, ne? Aber ich bin ja der Meinung, Gangfight können wir ja gerne hier noch machen. So, du nochmal. Alter, das ist ja richtig widerlich in den Ohren. Ah, da könnten wir nochmal. Wo sitzen wir eigentlich gerade? Außer Reichweite? Ach ja, bald haben wir alle Botnet-Aufladungen verschwendet und irgendwie noch nicht so richtig Fortschritt. Die machen hier noch Gangkrieg. Das ist ja höchst interessant. Aber wir haben ja schon für richtig, richtig Unordnung gesorgt. Das finde ich sehr gut. Nachdem wir schon mal ein richtig ordentliches Stück looten müssen. Ja, vor allem, was hier alles für Tote liegen. Ja, hier bin ich ja richtig chaosmäßig umher gewesen. Zwischen Auntie Shoe Boys. Dass sie hier hochkommen wollen. Darunter muss ich. Der hier macht mir halt irgendwie Sorgen. So, da können wir wieder Beweise fälschen. Den Verräter gefunden, ja. Zwischen Bratwa und Auntie Showboys. Ja, du musst halt von dem Dach hier runter, mein Freund. Mal erledigt. Versuch mal ein bisschen mit Fighten hier. Warum nicht? Warum nicht? Ah, ja, die sind hier noch mit den... Ich glaube, ich habe die falsche Gangfeinde angegriffen, wenn ich ehrlich bin. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Hier runter. Hier runter. Das gefällt mir gar nicht, Dilo. Mal die Butze hier auf, mal hier auf. Was? Alter, da sind so viele drin. Da sind echt viele drin. Und schon wieder von ganz vorne. Zwei weniger. Ist nicht weg. Seht euch um. Probieren wir das Ganze einfach mal mit der Polizei aus. Ich glaube, so eine Gang mit Polizei... Das könnte richtig schön spaßig werden. Die lassen das einfach so mit sich machen? Ich
Gib mir mal deine Botnet-Aufladung. Guck mal, da ist wieder ein richtig heißer Flitzer, der hier steht. Das finde ich ganz schön geil. So, sehe ich von hier oben noch irgendwas? So, wirklich, ne? Ahnt Ushanti und Polizei ist Konflikt ausgelöst. Sehr gut. Frage ist nur, können wir hier irgendwie was machen oder so? Wenn er mal reinkommen wird, hardcore. Das ist gar nicht so leicht. Nicht tödlich. Da drin sind halt arsch viele. Da drin sind sowas von viele. Sicherungsterminal finden. Sicherungsterminal 4. Really? Ja, hol die Karre mal da raus. Lass mich mal bitte kurz hier rein. Bringt mir das hier irgendwas? Nee. Erstmal nicht. Ist das ein Bulle oder ein Gangmitglied? Ich glaube, es ist ein Gangmitglied. Ich kann einfach gucken. Es ist ein Gangmitglied. Der hier? Nicht an mir, Rosane. Jingai, young amigo. So, auch du bist weg. Ja, tu ich gerade, wie du siehst. Wo sind denn noch welche hier? Was mit dir? Oh, das kann ich jetzt gerade nicht. So ein Pech aber auch. Was sagt die Kamera hier unten? Kommt hier irgendjemand? Oh, du kommst hier, glaube ich. Dir kann ich einen ganz schönen guten Klaps geben von da oben. Was war das? Was gibt es hier zu sehen? Und tschüss. So, wieder einer weniger. Gut. Oh, dann lass mich mal hier rein. Ah, nee, AK will ich jetzt eigentlich eher nicht so. Lass mich mal hier hoch. Hier oben ist halt die Hölle los. Noch. Dann machen wir nochmal eine Beweisfälschung, damit die nochmal da oben reingehen, die Bullen. Da sorgen wir mal kurz für, dass du auf gar keinen Fall aufwachst. Ist das die Cops, die da sind? Das sind die Cops, die hier sind. Und ich kann doch jetzt wohl schlecht hier mit den Cops die Streiterei anfangen. Wo ist denn der Dude, dem ich die Beweise gefälscht habe? Oh, da ist ja noch einer. Konflikt zwischen den Enchanty Boys und den anderen Typen, du. Ja, weiß ich. So, versuchen wir unser Glück nochmal. Was können wir jetzt erreichen?
hier noch großartig was? Außer die Kacktölle hier. Dem wir einfach mal eben so eine mitgeben. Ja, nice. Das können wir doch mitnehmen. Wir stecken einfach unseren dicken Stick da unten rein. Als ob das passen würde. Ah, er soll nicht merken. Die sollen nicht merken, dass wir hier waren. Das ist vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Nein, aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von... Scheiße. Wir verschwenden unsere Zeit. Er ist weg. Ich glaube, das war der letzte. Wir haben alle erledigt. Oh, Gott sei Dank. Oh, hallo, Freier. Oh. Oh. Seht mal da drüben nach. Was ist denn hier passiert? Überall Tote, Geld. Ja, meine Güte. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja furchtbar. Oh, warte, hier sind aber so viele Streifenwagen. Ah, ich hab gar nicht mitbekommen, wie viel Stress wir hier gemacht haben. Naja, der Großteil hat sich ja von selber erledigt. Aber ich will so einen Flitzer haben, der da rumsteht. Der ist nämlich geil. Der ist richtig geil. Ey, aua. 28.000. Laptop-Tasche, chinesische Tasche zur Garderobe hinzugefügt. Ja, ich sag mal so, wie es ist. Wir sind Marcus. Da ist die Karte, die ich will. Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Bloom jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTOS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Ich patche dich auf meiner Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Denk daran, dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Alter, geht die Karre steil. Scout-X? Was ist hier für ein Scout-X? Hackertress? Nee. Lombard Street. Die Lombard Street könnte ich wirklich mal fotografieren hier. Da können wir sogar ein richtig schickes Bildchen noch mitmachen. Nein. Steck die Karre ein. Ist hier eine ganz besondere Straße hier. So, wir nehmen die schöne Seite des Lambos. Dann machen wir hier mal kurz den da. Kamera. So, machen wir mal so. Und damit haben wir gleich auch noch 8000 neue Follower entdeckt. Nice. So, aber ich will, wenn wir schon mal hier oben sind. Das ist ja wirklich eine Straße. Im echten Leben fahren da Leute halt lang. Ich glaube, die fahren nicht so scheiße, wie ich es gerade tue. Das ist wirklich die steilste Straße der Welt. Nein, nicht der Welt. Das ist bestimmt steilere. So, wie? Nächste Frage, wie komme ich da oben hin? Baukran. Wahrscheinlich mit dem Baukran. Wie denn auch sonst? Alles funktioniert doch heutzutage über den Baukran. Auch wenn das Ding super langsam und super nervig ist. Okay. Ich tippe anders. Ich tippe, wir müssen das darüber machen. Ah, ich tippe, wir brauchen doch den Baukran.
So, weil über den Baukran kommen wir nämlich überhaupt auf die Dächer drauf. Ja, sorry Leute. Das ist nur ein kleiner Käfig hier, nur das ist ja überhaupt nicht für meine Ansprüche geeignet. So, dann bring mich mal auf die andere Seite. Das dauert Ewigkeiten hier immer. Oh Mann, ey. Und das nur, damit wir Sitara ein bisschen glücklich machen. Eieiei. Wir wollen ja gar nichts von der. Wir kriegen, so, wir kriegen die doch sowieso nicht abgeschleppt. Also glaube ich zumindest nicht. Ja, Markus, hör auf, so coole Sachen zu machen. Du bist nicht cool. Ja, doch, du bist cool, aber so cool muss doch nicht sein. Ich meine, was bringt mir das, ein Hacker, der auf einmal ein gebrochenes Genick hat, weil er cool sein musste? Wir sind Hacker, wir wollen die Welt verändern. Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. San Francisco, wir wollen Blumen besiegen. Und nicht in irgendeinem Krankenhaus aufwachen, weil wir einen Stunt gemacht haben. Das versteht Markus noch nicht so richtig. Aber auch spätestens dann, wenn mal was passiert, dann kapiert das. Siehst du die Rolle? Ah, nein, verarsch mich nicht. Gott sei Dank, Alter. Ich habe gerade schon gedacht, ich muss ausflippen. Officer verletzt. Das ist aber nicht meine Schuld mit dem Officer. So, 8000. 2 von 5 haben wir. Naja, immerhin besser als... Mein Auto ist weg. Nee, ich hab's da ganz vorne abgestellt. Hier ist gleich die Zielperson. Was für eine Zielperson? Ist mir doch egal, ob ich die verliere. Ich verfolge auch niemanden. Neutralisiere das Ziel. Ja, bla bla bla. Soll sich froh schützen. Von mir aus kann er davon kommen. Den brauchen wir nicht. Zur Erfüllung meiner Aufgabe ist dieser nicht von Relevanz. Sterben wir? Wahrscheinlich. Hier wahrscheinlich eher nicht. Es tut nur richtig weh. Die Lombard Street. So, und wieder ab in den LaFerrari. Das ist kein Ferrari, Lambo ist es. Laber ich ein Bullshit hier. So, jetzt ist auf jeden Fall diese Quest wieder als nächstes. Oh, was? Wir sind schon seit 53 Minuten am Aufnehmen. Oh. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Allison Burger. Tschüss. Kamera, da.